So, hallöchen mit willkommen zu einer neuen Runde Stadtlandfluss Online. Ich gehe gerade bei der Liste durch, wer denn alles dabei. So ganz oben der James Chakoti. Hallöchen. Hallo? Er hat sich gemutet. Mahlzeit, hallo. So. Entschuldigung, vergessen. Dann hat sich gemutet. So, Party hart, also das ist voll professionell. Der das Mayo ist dabei. Hallo, das Mayo. Guck mal, das hat sich eingebürgert, ne, mit der, die das Mayo. Ja, nee, aber der Mayo sagt man und das Mayo steht da. So, der Attack hat sich auch schon vorgestellt. Hallöchen, ich stelle mich reingeplappert. Das mache ich sonst eigentlich immer. So, und die Luisa ist dabei. Luisa ist der Oktopus. Und also, damit genau. Bin ich auch oder da. Die Octomom. Ja, ja, auf jeden Fall spielen wir heute Standard Plus Online. Ich bin auch dabei. Mich kennt niemand. Der Josh ist auch dabei. Der Josh ist auch dabei, ja. Ladies and Gentlemen, hier! So, dann würde ich sagen, wir fangen mal an, oder? So, 3, 2, 1, wir fangen da mal an. So. Ja, und los! Boah, die Musik ist laut, ich muss meine Musik leider machen. Also, ich fange mal an. YouTuber, lass mal überlegen. So, Beleidigung. So, Ort, wo Sex nicht so gut ist. Ha. Wie weit bist denn du schon? Porno-Titel, was? So, das ist voll kreativ. Oh, ist der gut? Deine Mutter ist gut, was? Erste Tat als Weltherrscher. Eine unnötige Superkraft. Meine Tastatur ist im Arsch. Warte mal. Meine Tastatur schreibt nicht mehr. Die löscht immer alles automatisch. Ja, ja, drück einmal auf die Löschentaste drauf, dann geht das wieder. Ja, die geht trotzdem nicht. Musst ja auch das irgendwann. Ist kaputt. Das musste ja auch irgendwann mal passieren, nachdem du schon ganz. Nein! Alter, seid ihr Zigeuner, ey. Oh, James! Ich muss mal ganz kurz meinen. Ich war fertig. Weißt du, jetzt klappt das wieder. Jetzt klappt ganz, das wieder. Ganz kurz, Josh. Scheiße! Josh, das musste auch irgendwann mal passieren, nachdem du einen ganzen Getränkemarkt darüber geschickt hast. Ich muss mich erstmal. Der von Edeka, der ist sehr reichhaltig, der Edeka-Getränkemarkt. Ich muss mich erstmal an die kleine Tastatur gewöhnen hier. Scheiße! Ja, da kannst du mit kleinen Dingen umgehen, der Mario. Okay, wer liest vor die erste Runde? Ich. Also, YouTuber, der James hat, Superman, HDP, VP, XXX, da haben wir Sachwas LP, Saraza, Schnabi LP, und Saraza. Bei den Beleidigungen haben wir den Schwanzlutscher, das war so klar, den Stricher, den Spacko, den Schlappschwanz und den Schitschnacker, ja, typisch. Das ist Schiatak, ja. Porno-Titel, ja, Schwänze. Oh, der ist gut. Gegen Susi. Alter. Sex im Süden ist geil. Sex on the Bitch. Alle Löcher schon voll. Das hast du geschrieben. Das soll noch mal jemand sagen, Frauen seien nicht so versaut und primitiv wie Männer. Ja. Frauen sind noch schlimmer. Schwängern auf hohem Niveau. Volume 2. Und Sexander Second Sexisch. Hier kommt der Teufel. 666. Ach, 666. Der Julian ist schlimmer. Nee, ich fand deinen schlimmer. Ich fand deinen anzüglicher, ach, wenn mal, ich ehrlich bin. Guck mal, James und ich. Wir sind anzüglicher, auf der, aber nicht schlimmer. Wir sind wieder auf ja, derselben Humor. Ich hab's aber richtig geschrieben. Ja, der Schwengel, super langer Zauberstab. Schwengel, Schlange. Ort, wo Sex nicht gut ist. Schwimmbad, sauber. Es sollte eigentlich Sauna heißen. Sauber? Sollte Sauna heißen. Das könnte hättest du noch ein R dran gehängt, dann wärst du sogar kreativ. Gut, der Mario hat sogar selbst rausgevotet. Ja, ich finde das aber in Ordnung. Das kann man so lassen. Die Sporthallenumkleide, das kann ich jetzt gar nicht verstehen. Also. Warum? Da geht das voll gut. Ja, meine ich. Das ist immer voll ekelhaft. Vor allem in der Männerumkleide. Die Frauenumkleide geht, aber die Männerumkleide ist ekelhaft. Ja, ich weiß ja nicht, in welche Sporthallen du gehst. Ich habe jetzt gewartet auf ein Hörsport, woher weißt du, wie es in der Frauenumkleide riecht. Darauf haben wir jetzt ewig gewartet. Wir wussten schon, dass du ein Spanner bist, Josh. So gut ist. Unnötige Superkraft, super aussehen können, Sexsüchtigkeit, schweben und esse gleichzeitig, Schlangen beschwören. Ja, und jetzt der erste Tag. Da ist meine Tastatur versagt. Weltherrscher. Superman feuern, Salzstangen für alle, Sex haben. Ich finde gut, dass ich mit eingebunden bin. Ich damit eingebunden? Das lässt tief blicken. Das ist ein bisschen, ja. Ich bin nicht damit eingebunden. Ja, ich weiß doch nicht, was du währenddessen machst, aber. Oh, das hat noch geklappt. Sie mich halt an und Susi mich reibt. Ne?
Passt noch. Und dann war es dann vorbei. Waldsprüche der NPD. Sind sie drin, müssen sie raus. So muss das... Ah, ich wollte, so muss das Braune. Ja, aber ich finde, Rechtschreibfehler sind okay. Hauptsache, man ist halt fertig geworden. Mit sie, nehmen uns unsere Arbeit und beim letzten Mal... Doch, ich hab da Schinken. Was. Ich denke beim Kacken an Schinken. Ich auch regelmäßig. Lustig, wo wir haben eben noch, als ich bei Freunden war, über die Waldsprüche der NPD gesprochen, haben auch einen super tollen gefunden. Ist der Ali kriminell? Ab nach Hause, aber schnell. Ja, aber der das ist ein Originalwahlspruch. Der hängt wirklich mal so. Ja, das ist ein Originalding. Ja, ich weiß. Oder auch von wegen mehr Geld für die Oma statt Sinti und Roma. Ja, statt für sie. Ja, aber das ist interessant. Also eigentlich müsste man ja hier die auch reimen, damit die irgendwie cool sind. Ja. Sollen wir sagen, dass die sich reimen müssen? Nee, das ist kompliziert. Nein. Josh, will der feine Herr das noch kompliziert machen, oder? Lieber Josh, ich genug Zeit habe, den Rest auszufüllen. Nein, Josh, mach's nicht kompliziert. Weißt du warum? Mario ist in diesem Spiel verdammt kreativ. Ja, wenn wir nachdenken müssen, hat er schon was. Ja. Okay. Lass es ja, aber der James hat diese Runde fertig gemacht. Aber das ist meistens in der ersten Runde. Der Schein trügt. Weil Mario muss sich erst eingewöhnen, an die kleine Tastatur gewöhnen. Wenn der einmal drin ist, dann zieht er uns ab. Wenn der einmal drin ist, dann ist er gleich. Wenn er drin ist, dann wer ist jetzt hier von uns versaut? Gut, können wir dann jetzt zur nächsten Runde? Ja, wir haben ja alle schon bestätigt. Das können wir gerne machen, musst du nicht. Ja, ich wollte warten, bis eure Diskussion zu Ende ist. Ist ja nett. Ist ja nett. Ja. Okay. Ah, scheiße. Der Penis, P ist ja kein Penis, warte mal. warte mal, ich bin so unkreativ. Warte mal. Alter, bin ich unkreativ. Warte mal. So, jetzt schauen wir. Erster Teil ist Weltherrscher. Nein, Mann. Das ist nein! Ach nein! Oh doch! Siehste, und schon fängt Mario an. Jetzt schon fängt er an. Ich hab mich an die Tastatur gewöhnt, wollte ich Mario, wir spielen. Ja, jetzt nimm eine neue. Aber. Mario nimmt jetzt für jede Runde eine neue Tastatur. Ja, er liest ja, die vor. Wir ihm sponsern, den YouTube-Money und so. Ja, so 20 Logitech K, was weiß ich. Ja, wer liest denn vor? Das müssen auch verschiedene sein, sonst ist das nicht interessant. Ich würde sagen, wir gehen mal hier nach der Liste angeschlossene Spieler. Da wäre jetzt Octopus als nächstes nach Mario. Okay, der Octopus ist dran. Also, bei den YouTubern hat der James Cicotti den Pauls Reisen. Kenn ich den? Keine Ahnung, das Mario hat PTP 633. Der David. Der Octopus hat den Philipp LP und der Jaja hat gar nichts. Ja, ich bin nicht so schnell wie ihr. Ist das nicht der mit der rechten Hand so komisch grüßt? Der rechte? Ja, genau, das Thema hatten wir gerade eben noch. Ja, aber du musst ja den Namen vorlesen. Und der Jetak, der J-Attack hat den Pete's Meat. Dann hätte ich aber den Pete's Meat Best-of-Kanal nehmen können. Ja, oder frag Pete's Meat. Nee, frag Pete's Meat passt nicht. Bei Beleidigung hat der James den Penis. Ja, meines Penis eine Beleidigung. Vielleicht deine, aber meiner ist keine Beleidigung. Halt den Mund! Alter! Ey, Chantal, sei leise! Genau, ey, Penis, lass deine Freundin. Meiner ist ein verehrtes Denkmal, ey! Das Mario hat die Puffmutter. Der Octopus den Penislutscher. Der Jaja den Pisser. Ich hab gewusst, dass der Jatak das so schreibt, deswegen hab ich das anders geschrieben. Und der J-Tag den Pisser. Ich habe über den Penislutscher auch nachgedacht, hab mir aber dann gedacht, nee, das macht vielleicht irgendjemand. Den Penislutscher? Ja, wer wohl? So, bei den Pornotiteln hat der James die Pimme für die Welt. Das Mario, Petra reibt die Wunderlampe. Ihr seid viel zu kreativ. Ja. Der Octopus hat den Peniswald im Rotkäppchen. Warte mal, aber. Hängt das Ding dann eigentlich im Sektglas oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ist der gut, ey? Nee, in der Flasche. Der Penis weit im Rotkäppchen. Nein, Rotkäppchen, wie das Rotkäppchen, das seine Mutter besucht. Rotkäppchen geht in den Wald und jetzt geht der Wald ins Rotkäppchen. Aber hat der Penis sich auch ein Rotkäppchen? Naja. Alter, was seid ihr so kreativ, ey? Und der Jaja hat perverse Fantasie. Da wollte ich schon was dahinter schreiben, aber das ist nicht. Julian hat gar nichts. Nee, das ist ein Gedankenstrich, das ist nicht korrekt. Ich lasse es trotzdem mal drin. Ja, ich bin trotzdem schon raus, weil... Ja, okay. Bist schon rausgevotet. Okay, bei den Penis-Synonymen hat der James die Planke. Das Mayo hat das Paulchen. Ich habe die Praline und zwar die längste der Welt. ja, genau. Was anderes dürfte es doch gar nicht schreiben. Wow, Luisa hat gerade gesagt, ich habe die längste Praline der Welt. Und wer von euch? Nein, ist egal. Und Josh hat nur einen Pimmel. Josh hat den Pimmel und der... Ja, Tag hat den Pisser. Ja, aber Pisser ist schon sehr weit hergeholt. Was machst du denn damit? So gut ist. Der James meint, in Polen ist es nicht so gut. Der Mayo sagt, ach, der nächste Parkplatz ist schon scheiße. Ja, gibt's aber auch so Leute, die sich auf den Parkplätzen treffen und dann so Parkplätze treffen. Bei mir ist ja der nächste Parkplatz direkt gegenüber vom Rewe, da muss das nicht gerade sein. Ach so. Das ist so der Public Octopus, Viewing. Der Octopus hat die Papstresidenz. Und der Jaja den puritanischen Bus. Ja, mir ist puritanisch eingefallen. Hab ich mir gedacht, was kann puritanisch sein? Ein Bus. Und ich hab einen Porsche. Ach so. Mhm. Ja, aha. Und der Julian hat den Porsche. Wobei, ein Porsche wäre das dann nicht voll geil. In einem Porsche ist das zu eng. Woher weißt du das? Ja, weil ich schon mal in einem Porsche mitgefahren bin. Nein, du weißt, wie eng ich bin. Ja, ich meine, Corsa geht, aber Porsche ist schon echt klein. Was machen wir mal weiter? Unnötige Superkraft. Bei Josh geht's dann immer mal. Klauen hindern können. Das Mayo Pilze wachsen lassen. Octopus Penisflüssigkeit aus Champagner. Ey, warte mal. Da gibt's doch auch so ein Fetisch. Den ist doch dann auch so, oder? Ja, Natursekt. Was? Ganz schnell weiter. Pastrami-Sandwiches einfliegen lassen. Du mit deinen Sandwiches. Ja, ich hab der Julian Hunger. Hat nix. Ich hab immer Hunger. Die erste Tat als Weltherrscher. Presswurst herstellen ohne Presse. Pornos für die Welt. Das wäre so ein Jatak-Ding gewesen. Ich vote mich jetzt mal raus, weil ich wollte prügeln schreiben. Erste Tat als Weltherrscher Pornos schauen. Das war doch Spaß. Ja, der Julian, der geht Popcorn machen. Und du gehst pissen. Das hat der letztes Mal als unnötige Superkraft gehabt, das Popcorn machen. Und jetzt will er es als Weltherrscher doch tun. Der Josh so, jo, ich bin jetzt Weltherrscher, ja, ich geh erstmal pinkeln. Ich geh erstmal pissen. So, ich erstmal bin geil, weil... Der James ist geil, weil Paul sein Konditor ist. Das Mario ist geil, weil Pornos Hammer sind. Der Octopus, der ist geil, weil nichts. Einfach, ist einfach dauergeil. Ja. Der Julian dann aber auch. Ja. Und der Jaja ist geil, so, weil Palmen so groß sind. Solange ihr euch nicht zusammentut, dann ist das okay. Jaja war zu lange im Urlaub. Wenn ihm schon bei keine Palmen Angst, Josh, keine abgeht. Angst. Ansprüche der NPD. James Chakoti. Ja, meiner kann weg, der ist nicht fertig geworden. Polen klauen, okay. Das Mayo. Polaken-Tango im Oktober. Okay. So random. Der Octopus und der Jaja haben nichts. Und der Jatak hat hier noch Pro-Braun Anti-Ausländer. Aha. Ja. Wie so ein Shampoo. Ja. Pro-Braun Anti-Ausländer, the new fragrances. Beim Kacken denkt der Mayo an Printen und die anderen an nichts. Wir sind sehr gedanklich. Ja, der Mayo. Ja, der Mayo geht immer hin und sagt Steuerung P. Ja. Oh, aber ja. Julian, hab ich jetzt nicht mehr gedacht. Pro Braun, Anti-Ausländer, das ist so hier Pantene Pro Braun mit Anti-Ausländer-Formel. Pantene Pro Vivi? Ja, was denn? Ist gut für die Haut, du. Ja, mit Anti-Linksgrün versiffter Mensch. Ja, bestätige mal. Ja, ich wollte noch fertig reden. So, 3, 2, 1, go! Egal, weiter. Was zur Hölle? unnötige Superkraft. Oh nein. So. So.
Weil, Nein, Mann! Was seid ihr auch fertig. So schnell? Ich war fast fertig. Ich auch. Ja. Ich nicht. Also, ich war mal schneller, Mario. Also ich glaube, ich darf jetzt vorlesen. So, Chocoten hat Lumpy, das Mary die Lochis, Luisa hat Luisa LP. Oh. Und ich habe mir gedacht, Lumpensammer LP ist schon ein cooler Name. Also es ist schon ein Highlight. Ja, es hat schon was. Ist schon ein Highlight. So, Beleidigung. Ja. Ich wusste, dass alle Lutscher schreiben. Ja, deswegen habe ich Lump in Klammer I gemacht, wegen... Haha, bist du lustig. Ja, ja, echt mal, bist du lustig. Ja. Aber ich wusste, dass alle Lutscher schreiben, da muss ich mir was anderes einfallen. Ich habe auch gedacht, Lump schreibt irgendwann, deswegen habe ich Lumpi, also Lump in Klammer I genannt. Oh, bist du lustig. Also, Pornotitel, Lausbuben für Chantal. Oh. Der war gut. Aber Laila macht geiler, reimt sich sogar. Ja. Oha. So, ein L ist, glaube ich, kein vollständiger Pornotitel. Doch, XXL. Nein, ich weiß. Boah, Josh. Ich will das gar nicht vorlesen. Lange Lappen. Bäh. Lustige. Ich will das gar nicht vorlesen. Das ist das Einzige, was mir eingefallen ist. Heißt das da nicht lustige MILFs? Ja, nein, das andere ist noch eine Generation älter. Alter. Ist das der neue Vileda-Slogan? Boah, lass es. Einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Also, okay. Lutschen bis das Zeug hält. Was das Nein. Zeug hält. Bis das Weiße kommt, heißt es doch. Ja, ja. Ich hab kombiniert aus bis das Zeug hält und was das. Boah, das ist voll der kreative egal. Name. So, Penis. Er ist ein Lutscher nicht eigentlich. Doch, warte, das doch, hat das man Lutschen, Tatsache. Ja, genau. Ich habe jetzt den Lutscher erstmal auf die Person bezogen, aber es kann ja auch nee. Das gut, dass ich noch das andere geschrieben habe, sonst hätte ich das gleiche gehabt, wie Josh. Aber Lörres habe ich, egal, machen wir mal weiter. Luststab. Den Lümmel oder der Tacker den Lörres. Ja, daran habe ich auch irgendwie gedacht wegen Jodel und so. Ja, du hast den Mario vergessen. Ja. Lutschstange haben wir die nicht gehabt. Nein, die haben wir nicht gehabt. Das hätte ich gemerkt. Nicht gehabt. Das tut mir leid. Das hätte ich gemerkt, wenn du die gehabt hättest. In der Hand. Also, Ort muss jetzt nicht so gut, ist Laube im Garten, wobei da kann es, glaube ich, ganz schnuckelig sein. Ja, es kommt drauf. So neben dem Rasen. Wenn du aber zwei fette alte Säcke als Gartennachbarn hast, kommt das nicht gut. Ja, vielleicht, warte mal, zwei alte Säcke können auch in deiner Gartenlaube liegen, allerdings Josh, enthalten die dann. Josh, aus. Ein Highlight ist Laupendal. Das ist echt ein Highlight. Das ist ein Highlight. Ja, danke. So, Luisa. Ich hätte ja auch Leibschaubbeilhof schreiben können, ja. Aber. Nee, aber das wäre ja unkreativ. Laupen da finde ich schon cool. Was ist denn Lampeladeng? Lampenladen. Achso. Das Q liegt direkt neben der Tab-Taste, deswegen. Ist euch das noch nie passiert, dass ein Q hinten dran geschrieben hat? Doch. Nein. Hey, Lampeladeng. Oh, Scheiße. Ja, gut. Julian! Okay. Julian, fang dich bitte! So! Also, ich hab's nicht wieder. Ich rede schon mal weiter. Was ist diese Lampenladeng? Unnötige Superkraft. Lampenladeng. Moment, wir sind hier noch nicht fertig, ne? Ja.